Hallo und frohe Ostern. Oder viele Menschen begrüßen sich heute auch so. Der Herr ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Heute ist Ostern, der vierte und letzte Teil unserer Videos zur Ostergeschichte. Dieses Mal haben die Kinder der dritten Klasse Bilder gestaltet und die Geschichte erzählt. Am Morgen des dritten Tages stand Maria auf. Sie konnte nicht mehr schlafen. Leise schlich sie sich hinaus. Es war noch dunkel. Den ersten Vögeln war das egal. Sie sang trotzdem. Sie ging zu seinem Grab. Was war das? Der Stein war weg. Sie schauten in die Höhle. Dort, wo eigentlich der tote Jesus liegen sollte. Sie war vollkommen leer. Maria war sprachlos. Plötzlich hörte sie ihren Namen. Maria, sie drehte sich um. Da stand er. Sie wollte zu ihm laufen, wollte ihn umarmen und nie wieder loslassen. Er lachte ihr entgegen. Du kannst mich nicht festhalten. Ich bin anders da. Ich lebe jetzt bei Gott. So schnell Maria konnte, lief sie zu den anderen und erzählte ihnen alles. Aber die Freundinnen und Freunde verstanden nichts. Wie kann man tot sein und doch leben? Denk an die Raupe, sagte Petrus, die zum Schmetterling wird. Oder an einen Weizenkorn, sagte Martha. Das liegt in der dunklen Erde und wird eine neue Pflanze. Oder an die Sonne, sagte Maria, die jeden Morgen die Nacht vertreibt. Ihr Herz wurde ganz warm, obwohl sie doch eigentlich traurig war. Sie sah jetzt vor sich, wie er gelacht hat und geredet hatte. Der Wind fuhr durch die Bäume und flüsterte, ich bin bei euch. Sie könnte wetten, es war seine Stimme. Wie kann man tot sein und doch leben, fragen sich die Jüngerinnen und Jünger, als sie von Maria hören, dass Jesus lebt. Wie kann das sein? Jesus ist da, aber anders, als er vorher da war. Die Geschichte, die wir gerade gehört haben, fanden die Kinder ziemlich gut. Und auch die Beispiele. Ja, wenn man ein Samenkorn in die dunkle Erde legt, dann sieht es aus wie tot. Wenn man es nicht besser wüsste, dann würde niemand denken, dass daraus etwas wachsen wird. Wie kann man tot sein und doch leben? Vielleicht ist es wie bei einer Raupe, die sich in einem Kokon verpuppt. Auch der sieht aus wie tot. Und wenn man es nicht besser wüsste, dann würde niemand denken, dass daraus neues Leben wird. Aber eines Tages schlüpft aus dem Kokon ein wunderschöner Schmetterling. Für uns klingt das so unglaublich. Aber für die Jüngerinnen und Jünger war das damals so überzeugend, dass sie es allen weitererzählt haben. Allen. Wisst ihr noch, kurz vorher, da hatten sie doch noch Angst. Schreckliche Angst. An Gründonnerstag und an Karfreitag erst recht. Aber jetzt an Ostern, am Tag der Auferstehung, ist die Angst wie weggeblasen. Jesus ist auferstanden. Das sollen alle wissen. Und deshalb haben sich alle wieder auf den Weg gemacht, diese frohe Botschaft weiterzutragen. Sie wurde weitererzählt und weitererzählt. Bei Freunden und Bekannten, bei Nachbarinnen und Verwandten, im nächsten Haus, im nächsten Dorf, in der nächsten Stadt, im nächsten Land. Jeder sollte das wissen. Auch die Kinder und die Enkelkinder. Deshalb haben Menschen irgendwann angefangen, die Geschichte von Jesus aufzuschreiben. Sie wollten, dass nicht vergessen geht, was sie gehört haben und ihre Eltern oder Großeltern erlebt haben. Markus war wohl der Erste, der aufgeschrieben hat, was Jesus getan, erzählt und erlebt hat. Und dann gibt es noch Matthäus und Lukas. Die haben sogar noch mehr und weiter erzählt, wie Jesus geboren wurde und was er den Menschen erzählt hat. Johannes hat ebenfalls aufgeschrieben, was er gehört hat, und er erklärt, wie Jesus ist.
Und so breitete sich die Botschaft immer weiter aus. Die Berichte von Markus, Matthäus, Lukas und Johannes stehen in der Bibel. Da können wir sie nachlesen. Und auch andere Menschen haben die Geschichte von Jesus immer wieder und neu erzählt. Auch heute noch erscheinen neue Bücher, die davon berichten. Das Buch Die Ostergeschichte zum Beispiel, das wir im Religionsunterricht gelesen haben. Oder das Buch von Ben. Auch er hat ein Buch geschrieben und darin die ganze Geschichte von Jesus Christus erzählt. Denn die Botschaft ist heute noch genauso wichtig wie damals. Und deshalb erzählen wir heute noch davon. Denn das ist der Grund, weshalb wir Ostern feiern. Weil mit dem Tod nicht alles aus ist. Wir erzählen weiter, dass das Leben siegt, dass das Ende ein neuer Anfang ist. Macht ihr mit und erzählt es weiter? Nein, ihr müsst kein Buch schreiben, aber ihr könnt die Osterbotschaft auch anders verbreiten. Heute an Ostern liegen vor den Kirchen in Ulrichstein und Feldkrücken Straßenmalkreiden aus. Für die Erwachsenen gibt es übrigens auch etwas zum Abholen, also nehmt gerne auch eure Eltern mit. Geht an den Kirchen vorbei, holt euch ein, zwei oder drei Farben ab und verbreitet die frohe Botschaft. Ihr könnt mit den Kreiden Bilder auf die Straße malen, die zu Ostern passen und vom neuen Leben erzählen. Wie die Pflanzen, die neu wachsen, ein Schmetterling oder die Sonne, die die Nacht vertreibt. Ich bin mir sicher, euch fällt etwas ein. Oder ihr schreibt Botschaften auf die Bürgersteige. Frohe Ostern oder Ostern ist das Ende vom Ende. Und wenn ihr in einem anderen Ortsteil wohnt, dann habt ihr bestimmt Kreide zu Hause. Oder ihr habt noch eine ganz andere Idee, wie ihr die Osterbotschaft weitertragt. Wenn ihr Lust habt, dann macht doch ein Foto davon und schickt es mir. Das würde mich wirklich freuen. Ich wünsche euch frohe Ostern und schöne Ferien. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Eure Pfarrerin Antje Armstroff.